Echtes Splitscreen Multitasking. Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier echtes Splitscreen Multitasking. Das heißt, ich habe hier zwei Apps gleichzeitig laufen, nämlich die normale Foto-App. Wie ihr sehen könnt, da funktioniert auch alles ganz normal. Und hier unten habe ich Cydia geöffnet. Und das Ganze hängt natürlich auch mit einem Cydia Jailbreak Tweak zusammen. Und den will ich euch jetzt mal vorstellen. Und der Tweak nennt sich Reach App und ist kostenlos erhältlich in, nein, nicht der Big Boss Repo, sondern einer anderen Repo. Ich zeige euch kurz, wo ihr das finden könnt. Ihr geht einfach hier zu Quellen, geht auf Bearbeiten und Hinzufügen und dann fügt ihr diese Quelle hier hinzu, elijahhandandrew.com/repo/. Und dort findet ihr dann auch die Reach App kostenlos zum Download. Der Tweak funktioniert mit iOS 8. Und ist eigentlich für iPhone 6 und 6 Plus designt, kann aber auch mit älteren iPhones genutzt werden. Wie genau, das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Wir schließen mal den Cydia Store und gehen in die Einstellungen. Dort finden wir dann hier die Reach App. Dort könnt ihr natürlich den Tweak ein- und ausschalten. Ihr könnt hier noch einschalten, dass das Notification Center angezeigt wird statt einer zweiten App. Ihr könnt Auto-Dismiss ausschalten, das heißt, dass nicht automatisch wie bei Reachability nach ein paar Sekunden wieder die Ansicht geschlossen wird, sondern dass die so lange offen bleibt, wie ihr das gerne hättet und so weiter und so fort. Da gibt es also noch ein paar Einstellmöglichkeiten. Alles, was ihr jetzt tun müsst, ist einfach Reachability zu aktivieren beim iPhone 6 Plus und iPhone 6 zu doppeltappen einfach auf den Touch-ID-Sensor und dann fährt die aktuell geöffnete App herunter und ihr seht, hier oben haben wir eine Liste der zuletzt geöffneten Apps und hier unten haben wir die Gesamtübersicht aller Apps, die verfügbar sind und die App, die ihr nun einfach öffnen möchtet, tippt ihr an und schon wird die geladen und ihr könnt beide Apps hier simultan gleichzeitig verwenden. Ihr könnt auch noch die Fenstergröße hier anfassen. Durch diesen Schieberegler könnt ihr einfach hier die App nach oben oder nach unten ziehen, um dann die Ansicht dementsprechend zu verkleinern oder zu vergrößern. Und das Ganze ist auch schon eine ziemlich praktische Sache, denn so könnt ihr zum Beispiel ganz einfach euch ein YouTube-Video anschauen und dann nochmal gleichzeitig bei Facebook chatten oder was auch immer. Zum Beenden tippt ihr einfach mal auf den Home-Button und die Reachability-Ansicht wird wieder beendet und ihr seid wieder in der ganz normalen Ansicht drin. Wenn ihr jetzt kein iPhone 6 oder 6 Plus habt, könnt ihr das Ganze trotzdem benutzen. Geht dazu einfach mal in den Aktivator. Wenn ihr die App noch nicht heruntergeladen habt, geht in Cydia Store, sucht den Aktivator, ladet es herunter und dann gehen wir hier mal bei überall zum Beispiel und ich suche mir mal eine Aktivierungsmethode aus. Sagen wir mal Schlafbutton doppelt drücken. Und dann scrollen wir hier in den Einstellungen einfach mal ziemlich weit runter, denn dort versteckt sich die Funktion, die wir finden. Activate Reachability bringt iOS in for a hack. Also damit könnt ihr dann ganz einfach auch Reachability aktivieren, zum Beispiel auf älteren Geräten iPhone 4, 5 oder auch 5S. Ich habe das hier so eingestellt eigentlich, dass ich mit einem Swipe auf der Statusbar nach rechts dann Reachability aktivieren kann auf meinem iPhone 5. Wo ich das gerade filme, das Video, und so kann ich die guten Funktionen auch hier dann benutzen. Und das war's im Prinzip, Leute. Das ist dieser Tweak, das ist die Reach App, eine wirklich tolle Sache. Das Ganze befindet sich auch noch im Beta-Stadion, das heißt, es wird noch verbessert, der Entwickler arbeitet noch daran, aber das Ganze ist auch jetzt schon wirklich gut zu benutzen und von mir eine absolute Empfehlung für euch. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei MeAppleCat. Macht's gut, bis dann, tschüss. Okay, Leute, ihr wisst, wie es läuft. Schaut mir jetzt ganz, ganz tief in die Augen. Ihr wollt alles wissen über Smartphone, Tablets und Co. Ihr interessiert euch für iOS, Android und Windows Phone und wollt wissen, wie ein Jailbreak funktioniert, wie ihr eine Root auf Android macht und was man dann mit den ganzen tollen Cydia-Tweaks anstellen kann. Außerdem spielt ihr gerne und schaut euch gerne mal ein Unboxing an. Auch Tutorials und Anleitungen sind für euch interessant. Dann geht jetzt zu YouTube und abonniert MeAppleCat. Die Katze hat gesprochen. MeAppleCat. Auch bei Facebook, Twitter und Google+. Und bei www.meapplecat.jimdo.com. Wir sehen uns. Rau!